Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Ich muss sagen, die Musik im Moment gefällt mir gerade super gut. Findet ihr auch? Ja. Ist egal. Ich muss sagen, ich freue mich extrem auf die Mission. Aber wenn ich sehe, können wir da jetzt gar nicht rein. Also, du kannst etwas reparieren, wenn ich das richtig sehe, genau. Aber nein, du musst zuerst das Ding kaputt machen. Und dann müsste der da hin. Das reparieren können! Yeah! Enthusiasmus! Kannst du hochspringen? Müsste ich eigentlich. Ach, das ist kein Wasser. Alter, ist das ein riesiges? Ist das ein gigantisches? Es. Dino-Skelett. Da kannst du ein bisschen drehen. Was kommt denn da auf uns zu? Ups, was habe ich jetzt gemacht? Gleich nicht. Da unten gibt es eine Dino-Info. Alter, das seht ihr mal. Es sieht so aus, als würde ich wirklich gerade da stehen. Nein, ich sehe es nicht. Der Vogelkäfig. Im Film ist das irgendwie richtig schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es da gemacht ist, genau. Aber auf jeden Fall so, dass es so ist, als würde es sich überhaupt nicht selber ernst nehmen. Ich habe sie aus einem Impuls heraus mitgenommen. Ich dachte, wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren. Und wenn sie uns damit erwischen? Und wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot, ein Stück flussabwärts. Wir versuchen es bis zur Küste zu schaffen. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Sorry, den Teil werde ich rausschneiden. Ich habe vergessen, das Mikrofon einzustellen und bin schon ein bisschen rumgelaufen. Eine Frage stellt sich mir allerdings. Eric! Genau. Warum? Wie hat der Spinosaurus eigentlich vorgehabt, in das Vogelhaus reinzukommen? Ich glaube nicht, dass der noch gross gewesen wäre für ihn. Aber ich finde es da, wie es jetzt da gemacht ist, fast noch besser als im Film. Ich finde es viel besser als im Film. Oh. 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 Fast. Okay, ich denke, das geht nicht so. Wird mal wieder zu dem. Also. Kannst du da irgendetwas draus bauen vielleicht? Stecken oder eine Brücke oder eine Brücke oder ein WC. Wenn ihr jetzt denkt, ich sage nochmal eine Brücke. Ob ich so berechenbar wäre. Oder eine Brücke. Obwohl, den Witz habe ich schon mal gebracht.
Domino. Wenn es sogar zu dem, ja. Jumping over there. Over. Und krach. Der kriecht natürlich nicht weiter rein, sondern bleibt genau dort stehen. Keine Zahnräder. Keine Zahnräder? Das ist doch mal eine klare Ansage. Keine Zahnräder. Wir haben auch kein Zahnradboot. Also. Ja, ist auch ein Qualitätszeichen, dass wir da nicht stoßen können. Also, jetzt geht's. Aus irgendeinem Grund. So. So. Kannst du da irgendwie rauf, weil du kannst klettern. Was ist das? Zurück! Zurück. Kannst du vögeln? Ich meine natürlich. Vogel verscheuchen. X. Ah! Das ist genau die Taste, die ich jetzt drücken muss. Oh. Seil geht weg. Oh! Zu groß gehalten, das finde ich. Das hat weh da. Da muss die sein. Da muss. Der komische sein. Geht nicht. Alle sind. Überfordert. Mit dem, was es da zu tun gibt? Fragezeichen. Aus der kalt er immer einen kühlen Kopf. Immer einen ruhigen Kopf. Kaum sang ich das Geld, das ich verloren habe, verliere ich es nochmal. Also, was gibt's denn da noch? Vorsichtig. Zerstören wir einfach mal mit der bloßen Hand einen ganzen Glassewange. Oder was haben wir das jetzt darstellen sollen? Das mache ich auch täglich. Zerstören täglich irgendwelche Wege mit der bloßen Hand. Hure schnell. Und tschüss, Vögelchen. Kann ich ja gerade will sagen. Ich finde einen Weg für Sie. So, jetzt frage ich mich. Nein. Und jetzt da aufjumpen. Pack das Ding weg, komm. Und jetzt stecke ich wieder mal hinter der Wand fest. So. Kann ich auch irgendwie. Der Pfeiler rufen? Nein. Scheiße. Das ist nicht so gelungen.
Also gehen wir einfach so weiter, wie es soll sein. Und hepp! Hepp! Los doch! Ha, das ist schlau. Aber der baut jetzt da zuerst mal ein Trampolin. Wo ausnahmsweise mal nicht aus Knochen ist, sondern nur aus metallischen Knochen. Abwasserleitungen braucht man auch täglich. Das hat so Töne. Als hättest du 15 Chili Dogs im Hinterteil. Ist egal. Komm, ich brauche den Typ mit dem Gleiter. Und zack. Und da haben wir ihn. Der unendlich zurückweichende Typ mit dem Gleiter. Die Soundkulisse ist auch wahrlich schön. Zerstören wir mal ein bisschen Stein und ein bisschen Stein. Und ein bisschen Stein. Und das ist alles, was wir haben zerstören können. So, kann ich auch irgendwie... Ah, das Zeug bleibt liegen. Kann ich da so etwas bauen? Bleibt doch nicht liegen. MC ist gleich E minus 3. Oder so ähnlich. Ach, da kann man etwas bauen. A. Bauen, danke. Ein Sprungbrett. Ich regle das. Juhu! Und man stirbt, wenn man. Aha. Billy, halt! Nicht Billy! So, und jetzt. Hey, von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen. Ist das doch geil wäre. Mit Bewegungssteuerung wäre da richtig cool. Und Lüge. Und Minikit. Und irgendwelche Vögel. Und ich habe Strich um den Arm. Warum habe ich Strich um den Arm? Eric, spring! Und Eric springt. Der hat aber einen Zahn drauf. Telefon. Klassiker. Klassiker schlechthin, oder? Oh, das gibt es schönes Thumbnail. Eine Waffe! Eine Waffe? Wo hast du eine Waffe gesehen? Zuerst Geld aufsammeln. Geld ist wichtig. Da
doch einmal. Ah, da. Es sind sogar zwei Waffen. Kann ich nicht zählen. So, und wie kann ich die jetzt betätigen? Ah, ich kann euch abknallen. Dann kannst du graben. Graben vor allem. Und da spickt schon wieder Zeugs in den Gang rum. Ah, jetzt brauchen wir zuerst. Auf die Treibstofffässer! Feuerwerkskörper. In der Mitte. Ja, offensichtlich. Vier! Pow! Es ist ein bisschen schwer, Dings zu heben. Posiert auch noch schön. Es kratzt kein Stück. Ich habe das Gefühl, der ist irgendwie grösser geworden, als wir das letzte Mal gesehen haben. Es ist etwas explodiert. Und jetzt brennt es. Ja, seine Aufmerksamkeit haben wir. Ich soll wechseln. Und jump. Und spring. Und ich habe keine weitere Sprache mehr. Und es tut dort hinten ein bisschen Mundgeruch. Und wie komme ich da auf? Ach, da wird ein Seil gebraucht. Und da rollen Robo-Minions. Aber mit dem Gleitertyp könnte ich jetzt. Wieder funktioniert die X-Taste nicht. Schieß doch mal! Warum ich erst jetzt wieder schiessen darf, ist mir übrigens ein Rätsel. Jetzt ist wieder etwas explodiert. Aha, die ich muss auf die Robo-Minions schiessen. Achtung. Ich muss auf die Robo-Minions schiessen. Es wird nur noch ein paar Fässer. Jetzt weiss ich, warum sie nicht kratzt, wenn direkt abballern. So, was kann ich denn da bauen? Es. Trampolin. Und was kann ich da bauen? Ein Schneck? Oder wie haben die Dinger geheißen? Aha! Und was kann ich jetzt mit dem Kran machen? Dass der noch funktioniert, so einwandfrei. Oh, aber. Robo-Minions rausgeholt. Und der Kreis oben rechts ist ein bisschen verpackt, fällt mir gerade auf. Und zurückgedrückt, oh, rausgesogen. Und fallen lassen. Kann ich es nicht fallen lassen? Jetzt kommen sie runter. Ich kann nicht mehr einsteigen.
Und jetzt haben wir eine schöne Feuerwand bekommen. Und jetzt sitzt er plötzlich wieder im Kran rein. Überhaupt nicht weg. Knöd. Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Nein, rufen Sie um Hilfe. Das ist ein Hubschrauber. Offensichtlich klappt das mit der Hilfe. Offensichtlich. Das ist ja mal ein richtig krasses Abenteuer gewesen. Abenteuer Isla Sorna, CTB. Statt sogar CTB, nicht CTB. Oh! Vortrag, wann hat er einen Vortrag gehabt? Soldat. Yep. Das interessiert uns auch nicht. Den haben wir leider nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie wir den hätten bekommen sollen. Und das hat geknackt. Geniessen wir doch ein bisschen Guarana. Ah, jetzt sind es sogar zwei andere. Gnosa sind 1 und 2. Also, ich kann vorkommen, dass ich ein bisschen unmotiviert getönt habe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich ein bisschen müde bin. Aber, das macht nichts, dass das einfach, ja, das. Nein. Das Spiel ist grossartig. Ich könnte es den ganzen Tag spielen. Mache ich natürlich auch. Nein, mache ich nicht. Ja. Ich glaube. Das könnte ich jetzt den ganzen Tag noch weitermachen, aber ich beende den Part. Ich verdiene ein bisschen Geld. Aber es wird auch nicht erklärt, wie dass sie überhaupt gekommen sind. Das ist nicht ein bisschen komisch. Nein. Bevor ich euch noch zum Sterben langweile, beende ich jetzt mal den Part. Und seht sich bis dann und ciao.